und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal wieder die Neuerscheinung für den Monat Januar 2023, schon fürs neue Jahr. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe wieder mein Tablet vorbereitet mit allen Büchern, die ich eben gut fand, wo ich dachte, oh, das passt ganz gut. Nicht alle haben mich hundertprozentig angesprochen, aber die meisten schon. Und ich dachte mir, die nehme ich jetzt einfach mal mit rein. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es jetzt waren. Ich glaube so 9 oder 10, also nicht so viele. Und ich fange jetzt einfach direkt wieder an und stelle euch einmal die Bücher vor und lese euch den Klappentext vor. Das erste Buch ist Stars in Our Hands von Ada Bailey und das erscheint am 9.01.2023. Als die 23-jährige Farah die Zusage erhält, beim Blockbuster Snowlight mitzuwirken, dem neuen Film mit Hollywood-Superstar Paxton Ward, kann sie ihr Glück kaum fassen. Doch schnell muss sie feststellen, dass nichts so läuft, wie sie sich erträumt hat. Nicht nur, dass sie sich trotz ihrer Ängste um die Filmhunde kümmern muss, sondern Paxton macht ihr auch noch das Leben extra schwer. Als der Schauspieler zu allem Überfluss in einen Skandal verwickelt wird, flieht er noch vor Drehstart ans Filmset nach Alaska und ausgerechnet Farah wird als entnervte Aufpasserin hinterhergeschickt. Eine Aufgabe, die ihr anfangs unlösbar erscheint. Doch je enger die beiden am Set zusammenarbeiten, desto näher kommen sie sich. Farah kann einen Blick hinter Paxtons unnahbare Fassade werfen und muss feststellen, wie viel mehr in diesem Mann steckt und in welcher Gefahr er schwebt. Genau, das fand ich, klang auch ganz interessant. Halt auch wieder Liebesroman, aber von der Geschichte her ist es einfach mal was anderes und ich fand, das klang ganz gut. Dann habe ich hier was richtig Cooles. Disney, The Queen's Council 1, Rose und Rebel. Die Schöne und das Biest. Und das ist so eine Nacherzählung nach der eigentlichen Geschichte und erscheint am 9.01.2023. So, ich lese euch jetzt einmal den Klappentext vor. Belle ist hin und her gerissen zwischen zwei Welten, zu denen sie nicht wirklich gehört. Glücklich bis ans Ende ihrer Tage ist nur der Anfang, denn Belle übernimmt die Verantwortung, Königin zu werden und lernt, Pflichtliebe und Aufopferung in Einklang zu bringen, während sie sich durch dunkle politische Intrigen und einen Hauch von Magie bewegt. Wir schreiben das Jahr 1789 und Frankreich steht am Rande einer Revolution. Belle hat den Fluch der Zauberin gebrochen, das Biest in seine menschliche Gestalt zurückverwandelt und das Leben in ihr Schloss im Fürstentum Avignon zurückgebracht. Doch in Paris lodern die Feuer des Wandels und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Rebellion vor ihrer Haustür steht. Vor nicht allzu langer Zeit träumte Belle davon, ihr provinzielles Zuhause zu verlassen und ein Leben voller Abenteuer zu führen. Jetzt lebt sie in einem üppigen Palast, hin und her gerissen zwischen ihrer Vergangenheit als Bürgerliche und ihrer Zukunft als Königin. Während Belle sich mit ihrer neuen Position auseinandersetzt, gibt es Menschen, die alles tun würden, um sie von der Macht fernzuhalten. Als sie auf einen magischen Spiegel stößt, der eine unheilvolle Warnung enthält, möchte Belle nichts lieber als die geheimnisvolle Stimme zu ignorieren, die sie auffordert, eine Krone anzunehmen, die sie nie begehrt hat. Aber gewalttätige Fraktionen der Revolution können bereits in ihrem eigenen Schloss lauern und nichts zu tun würde alles gefährden, was ihr lieb und teuer ist. Da das Schicksal ihres Landes, ihrer Liebe und ihres Lebens auf dem Spiel steht, muss Belle entscheiden, ob sie bereit ist, sich ihrer eigenen Stärke zu stellen und der Magie, die sie mit so vielen weiblichen Herrschern vor ihr verbindet und die Königin zu werden, die sie sein soll. Rebel Rose setzt die... das ist die Autorin. Genau, also super cool irgendwie. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also eben die Nacherzählung, das fand ich halt irgendwie mega cool, mir vorzustellen, wie es jetzt halt weitergeht. Genau, deswegen musste ich das damit aufnehmen. Jetzt haben wir was, und zwar, das ist ein Spin-Off, The Maze Cutter. Das Erbe der Auserwählten. Das ist halt ein Spin-off zur Maze Runner-Reihe. Ich habe die Maze Runner-Reihe nie gelesen. Ich habe aber, ich glaube, den ersten Teil geguckt und den zweiten oder so von dem Film irgendwie so. Und eigentlich hat es mir ganz gut gefallen damals, aber ich bin dann nicht weiter in die Geschichte eingestiegen. Fand es jetzt aber trotzdem mal ganz interessant, das jetzt hier vorzustellen. Das Buch erscheint am 9.01.2023. Die Menschheit kämpft ums Überleben. Nur auf einer kleinen Insel, wo Isaac mit seinen Freunden lebt, ist scheinbar noch alles in Ordnung. Bis eines Tages ein rostiges Schiff am Ufer anlegt.
mit einem Haufen Leichen an Bord und einer Frau, die verzweifelt auf der Suche nach Isaac und seinen Freunden ist. Denn nur mit deren Hilfe ist es möglich, ein Heilmittel gegen den Brand zu entwickeln. In all den Jahren ist nicht nur das Virus mutiert, auch die Cranks haben sich verändert. Sie sind schlauer, schneller und gefährlicher als jemals zuvor. Und ich stehe halt auch nochmal, die Spin-off-Trilogie zur Maze Runner-Serie spielt 70 Jahre nach Labyrinth, Brand, Wüste und Todeszone. Also 70 Jahre später. Finde ich ganz cool. Ja, mal gucken, ob ich es irgendwann lesen werde. Dann sollte ich vielleicht erstmal die Maze Runner-Reihe lesen. Aber ich dachte, viele von euch wird das bestimmt interessieren. Das nächste Buch ist Die geflohene Geschichte von Kate Kowalski. Das erscheint am 18.01. Worte haben Macht, das weiß jeder in der Schriftstellerstadt Capitolo. Denn aus Worten werden Figuren und Figuren werden lebendig. Deshalb muss jeder, der des Schreibens mächtig ist, seine Fingerabdrücke und eine Speichelprobe abgeben. Sollte eine Figur aus ihrer Geschichte entkommen, können die Behörden so den Schöpfer der Figur identifizieren, der diese dann in die Geschichte zurückschreiben muss. Die leidenschaftliche Fantasy-Autorin Kate hatte bisher noch nie Probleme mit ihren Figuren. Umso erstaunter ist sie, als sie eines Nachts von der Polizei aus dem Bett geklingelt wird. Eine ihrer Figuren soll einen Mord begangen haben. Für Kate beginnt ein Abenteuer, in dem sie nicht nur ihre Figur finden und ihren guten Ruf retten muss, sondern auch ein Geheimnis aus der Vergangenheit auf die Spur kommt. Und das fand ich irgendwie total interessant. Ich fand das Thema halt irgendwie auch cool, weil, naja, es ist ja ein bisschen wie bei Tintenherz. Und ja, die Vorstellung finde ich sowieso mal cool, Personen aus Geschichten herauszuschreiben. Und deswegen fand ich das eigentlich echt interessant und spannend und ja. Würde das schon gerne lesen. Jetzt haben wir hier noch Emerald Witches 2 Seidenblume von Laura Labas. Und das Buch erscheint am 26.01.2023. Da hatte ich euch ja, glaube ich, auch den ersten Teil oder den hatte ich auf jeden Fall auch in einem Neuerscheinungsvideo drin, weil mich das auch irgendwie angesprochen hat, ich das ganz interessant fand. Und das heißt, ich werde euch jetzt natürlich auch vom ersten Teil den Klappentext vorlesen. 7 Hexenzirkel regieren die Stadt Seoul. Als der Ahnenmond aufsteigt, neigt sich die Herrschaft des stärksten Zirkels dem Ende zu. Ein Kampf zwischen 7 Auserwählten, einer Hexe aus jedem Zirkel, soll die Nachfolge klären. Die junge Hannah aus dem Smaragdzirkel will eine von ihnen sein. Nach einem verhängnisvollen Kuss mit dem Dämon Bobby wird... Entschuldigung, das Lachen musste, aber ich finde den Namen Bobby für einen Dämon sehr witzig. Nach einem verhängnisvollen Kuss mit dem Dämon Bobby wird Hannah jedoch vom Herrschaftskampf ausgeschlossen. Zum Glück, denn die Oberste des Opalzirkels hintergeht und opfert alle verbliebenen Anwärterinnen. Hannah flieht, doch um zu überleben, muss sie ausgerechnet dem zwielichtigen Bobby vertrauen. Ja, fand ich ganz interessant. Ich musste so lachen, weil Bobby, also der Hund von der Mutter von meinem Freund heißt auch Bobby. Deswegen finde ich das sehr witzig. Dann haben wir auch ein Buch, auf das ich mich sehr freue, und zwar A Touch of Malice von Scarlett Sinclair. Und das ist der dritte Teil der Reihe, Hades, also der Hades und Persephone-Reihe. Und das Buch erscheint am 27.01. Und ja, den ersten Teil habe ich schon gelesen, den habe ich ja hier. Habe ich euch auch schon ein paar Mal von erzählt. Finde ich super, super interessant und spannend. Die Geschichte finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und den zweiten Teil habe ich noch nicht hier, den gibt es aber schon. Den muss ich auch unbedingt bald lesen. Und ja, am 27.01. erscheint dann der dritte Teil. Und damit ist die Reihe auch abgeschlossen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und werde euch dann natürlich auch berichten, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist oder wie sie für mich war. Natürlich werde ich euch nicht spoilern. Als nächstes haben wir von Erik Axel Sund Waldgrab. Und das erscheint am 18.01.23 und das fand ich halt auch ganz cool, weil ich habe ja damals auch seine Reihe Krähenmädchen gelesen und ja, und habe seitdem auch nichts mehr von ihm gelesen, deswegen dachte ich, oh, das klingt eigentlich ganz gut. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor. In Stockholm wird ein verstörtes Mädchen aufgegriffen. Niemand weiß, wer sie ist und woher sie kommt. Kurz darauf wird auf einem Baustellengelände ein Mann durch einen Kopfschuss getötet. Die Ermittler Kielberg, Schwarz stehen vor einem Rätsel. Dann geschieht ein weiterer Mord. Hängen die Fälle zusammen? Und was hat das Mädchen damit zu tun? Eine Spur führt zu einem Buch, das gerade in aller Munde ist. Es erzählt die tragische Geschichte einer jungen Frau, die vor über 100 Jahren in den abgelegenen Wäldern Nordschwedens lebte. Noch ahnen Kielberg und Schwarz nicht, wie finster die Abgründe sind, die sich bald vor ihnen öffnen. Und das finde ich auch schon wieder sehr spannend, klingt wirklich sehr gut und das würde ich auf jeden Fall auch lesen. Jetzt haben wir noch Endlich allein von Sarah Alderson. Und das Buch erscheint auch am 18. Januar. Die junge Laura und ihr frisch gebackener Ehemann Liam verbringen ihre Flitterwochen auf einer abgelegenen, einsamen Insel vor der Küste Schottlands.
Nur sie beide, ein gemütliches kleines Cottage und die wildromantische Natur von Shura Island. Doch kurz nach ihrer Ankunft finden sie heraus, dass die Insel eine düstere Vergangenheit hat. Und sie werden das Gefühl nicht los, dass jemand sie auf Schritt und Tritt beobachtet. Als sie ein paar Tage später eine verstörende Botschaft entdecken, die in einer Fensterscheibe des Ferienhauses geritzt wurde, ist klar, sie sind nicht allein auf dieser Insel. Ja, das ist auch wieder richtig spannend. Das ist wieder genau mein Geschmack von Thriller. Finde ich richtig gut. Ja. Deswegen will ich das auf jeden Fall auch auf meine Wunschliste packen. Jetzt kommen wir zum letzten Buch, und zwar Rotwild von Maria Grund. Das erscheint auch am 18. Januar. Bedrohlich dunkle Wolken türmen sich über der Insel von der schwedischen Küste, als die Kommissarin Sanna Berling auf einer verlassenen Farm einen sterbenden jungen Mann findet, dessen Anblick sich für immer in ihr Gedächtnis brennt. Sein Körper ist übersät von Wunden. Seine letzten Worte lauten: Du musst sie finden. Sanna weiß zwar nicht, wen er damit meint, aber sie weiß, dass sie alles daran setzen wird, es herauszufinden. Zusammen mit ihrer Partnerin Eir, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Pedersen nimmt sie fieberhaft die Suche nach dem grausamen Mörder auf. Ihr Instinkt führt die beiden Ermittlerinnen tief in die dunklen Wälder der schwedischen Insel. Dort im undurchdringlichen Dickicht scheint eine namenlose Gefahr zu lauern. Und Sanna spürt, wie gleichzeitig auch die Schatten der Vergangenheit gnadenlos näher kriechen. Ja, klingt auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Und das war es dann tatsächlich auch schon mit den Neuerscheinungen für den Januar. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bücher davon interessant findet, ob ihr sie vielleicht lesen möchtet oder auf eure Wunschliste tun möchtet. Und ja, ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mal schreibt, wie ihr das Format allgemein so findet. Soll ich das weiterhin auch fürs nächste Jahr machen? Oder findet ihr es vielleicht nicht so interessant? Würde mich selber Feedback freuen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen super, super schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!